hier haben wir gerade den Vlog von gestern aufgehört und heute geht es direkt weiter und ihr merkt schon, wir laufen wieder in dieses Gebäude rein. Wir holen heute das neue Team Spielkind Reiseauto ab. Aber was genau wir abholen? Das erzählt ihr jetzt. Dann ist hier der neue Schlüssel, auch eine neue Schlüsselgeneration. Ja, das sieht gut aus. Für Sie, perfekt. Schön. Das Schlüsselkästchen lege ich hier rüber. Ich habe ein bisschen Déjà-vu von der Aussicht von der G-Klasse. Jetzt ist was ganz anderes. Das ist das neue Auto. Jetzt will ich mal wissen, wer von euch das gedacht hat, dass wir so ein Auto hier nehmen. Wir können direkt mal aufmachen. Jetzt haben wir nicht mehr das G-Klasse-Geräusch. Jetzt ist hier alles ganz leise und alles 100% auf Komfort ausgelegt. Das ist es also, das neue Team Spielkind Reiseauto. Ich glaube, kaum jemand von euch hätte gedacht, dass wir dieses Auto nehmen. Wir haben hier eine E-Klasse, einen E200, um genau zu sein. Und die Leute, die sich auskennen, werden sich jetzt vielleicht wundern, was? Kein AMG, kein Sportversion? Nein, wir schalten hier ein bisschen Gang zurück. Wir haben jetzt nur noch 184 PS am Start. Das heißt, ich habe jetzt 50 PS mehr als du. Ja, Kathi hat jetzt die meisten PS sozusagen. 231 hast du, ne? Ja. Ja, wir sind ein bisschen dran, aber es liegt daran, wir legen jetzt den kompletten Fokus auf Komfort. Das ist eben das Reiseauto. Komm mal kurz mit, ja? Wie heißt die Farbe vom Auto? Weiß das jemand? Wie war es nochmal mit deinen Fingernägeln? Ja, ich habe Sternenhimmel. Halt's mal daneben. Guck mal, das ist doch ein Traum. Das ist wie dafür gemacht gerade. Fantastisch, ne? Nein, wir haben das Auto nicht nach der Nagelfarbe von Kathi aus. Aber ich war gerade echt erstaunt darüber, wie krass genau das ist. Ja, ne? Naja, wir konnten sogar selbst gar nicht genau aussehen, was wir haben, sondern ganz findige Zuschauer wissen, als wir vor einem Monat hier waren, da hat man dieses Auto schon mal gesehen, denn das ist ein Vorführwagen, der schon mal war. Und jetzt steigen wir kurz ein hier. Wir hatten ja nur einen Monat sozusagen und derzeit kann man keinen kompletten Neuwagen sich bestellen, konfigurieren, wie man den haben will, sondern wir mussten ein Auto nehmen, was eben schon produziert war. Der ist trotzdem neu sozusagen, der hat nur 15 Kilometer, aber das war einer der ganz wenigen Wagen deutschlandweit, der diese Sitze hier hatte. Und warum waren uns diese Sitze so wichtig? Komfort, Leute. Diesen Sommer, 6 Monate, wenn ich dieses Auto habe, sind wir nur auf Komfort ausgelegt und auf Assistenzsysteme. Wir können mit diesem Auto, das testen wir alles morgen, der kann von alleine fahren praktisch, testen wir aber alles morgen. Und jetzt setzen wir uns auch einmal hinten hin. Ihr seht auch alles, ein sehr, sehr helles, fast schon weißes Interieur hier. Auch ein Vorteil von nur 6 Monaten haben. Das wird vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so gut aussehen, aber wir haben es nur 6 Monate. Und da wollte ich jetzt einfach mal was komplett Neues ausprobieren. Ich hätte mir niemals selbst so zusammengestellt, aber ich finde es irgendwie ziemlich cool, trotzdem alles in allem. Und diese Sitze sind hinten einfach extrem bequem. Wir haben so viele Vergleiche gemacht. Wir waren in der S-Klasse drin, im S-Coupé, in der E-Klasse, in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Und diese Sitze hier fanden wir am besten. Hier werden Philipp und ich sehr viel Zeit mit dem Laptop auf den Schoß verbringen und viel schneiden. Wir haben hier ein fettes Panoramadach am Start, was ich auch ziemlich cool finde. Kann man aber auch alles eben dunkel machen, wenn wir schneiden und so weiter. Bevor ich jetzt aber länger rede, switchen wir kurz um, denn morgen geht schon auf die große Fahrt nach Österreich. Wir sind auf dem Weg und die ersten 2 Stunden jetzt ungefähr, es ist der absolute Wahnsinn. Ich bin so begeistert. Schaut her, ich fahre nicht. Das Auto fährt hier gerade bei Tempo 140. Ist der Wahnsinn. Ich gebe kein Gas, nichts, gar nichts. Man muss immer ab und zu mal ein bisschen das Lenkrad. Man muss natürlich aufmerksam bleiben, ja. Man muss eigentlich auch schön weiter nach vorne schauen und so weiter. Aber das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin begeistert. Dieses Display in der Mitte ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Das hört sich an wie ein Product Placement, das ist es nicht. Ich zahle für dieses Auto, aber ich bin wirklich begeistert. Wir haben genau die richtige Wahl getroffen. Wir hatten ja zwischen verschiedenen Modellen geschwenkt und ich habe dieses Auto ausgewählt, weil nur das hier diese neuesten Assistenzsysteme alle hat. Und boah, Leute, das ist so gut. Das geht bis Tempo 210, kann also sich selbst steuern einfach und selbst Gas geben. Behält den Abstand bei, bleibt in der Linie, folgt dem Vordermann. Ich kann sogar blinken. Ich zeige euch das gleich mal, wenn es hier eine gute Situation gibt. Jetzt denke ich mir mal, ja, es reicht auf der linken Spur. Ja, jetzt gehen wir mal wieder hier rüber auf die rechte Spur. Also einfach blinken. Und das Auto denkt sich dann irgendwann, ja, wir fahren jetzt rüber. Jetzt sind wir hier drüben. Fertig, kann den Blinker wieder ausmachen. Und alles easy. Wir fahren dann mal weiter. Ich war lange nicht mehr so begeistert von dem Auto. Also ich wusste, dass es komfortabel ist, aber ich wusste nicht, dass es so geil wird. Und da seht ihr es, Leute, ab und zu muss man schon, man muss dem Fahrzeug zeigen, dass man noch hier sozusagen am Steuer ist. Was auch interessant ist, was uns der Verkäufer gesagt hat, das Auto könnte eigentlich noch viel länger sozusagen komplett alleine fahren, aber halt nach deutschen Gesetzen muss man eben ab und zu mal wieder an Steuer. In den USA kann man das noch länger sozusagen einfach fahren lassen. Und ja, ihr seht, jetzt ist vor uns einer, der langsam ist, bremst automatisch runter, wir sind schon ein bisschen langsamer, bleiben schön in unserer Spur, alles top.
Und was noch dazu kommt, Leute, wir haben hier Luftfederung drin. Oder Philipp, wie ist es da hinten? Kannst du gut schneiden? Super geil, auf jeden Fall. Man hat hier richtig schön Sitze, alles gemütlich. Ich habe schön Platz. Alles super. Und wackelt nicht alles so sehr wie die G-Klasse, ne? Die G-Klasse, da merkt man schon, das ist schon so eher so ein Offroader und der ist richtig dafür gemacht, auf so Autobahn lange Strecken zu fahren und hinten schön zu arbeiten oder zu genießen, wie auch immer, ne? Also Philipp war nicht so begeistert, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich zitiere mich selbst. Ja? Der Ritt auf einem Einhorn. Aber das Ding ist, du willst die ganzen Assistenzsysteme gar nicht benutzen, ne? Nee, aber es wird sich schon an. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du mein Pink weggemacht hast. Oh ja, man kann alles noch auf Pink einstellen. Also wenn Kati fährt, wird dieses Auto wirklich, wir haben das gestern mal kurz ausprobiert, richtig zum Barbie-Mobil. Also das, das ist wirklich krass. Ich freue mich schon drauf zu fahren. Ich durfte ja noch gar nicht fahren bis jetzt. Nee, ich die ganze Zeit die Kati schon fahren. Ich nehme, ich fahre ja nicht, aber ich sitze hier. Ich finde das so cool. Ich wusste nicht, dass es so cool wird. Oh, ich will gar nicht wissen, wie das bei dem Tesla ist, aber das noch krasser ist. Ja, das ist auch geil. Und im Kofferraum haben wir auch übelst viel. Oh ja, wir haben richtig viel. Oh, Alter. Wir haben im Kofferraum richtig gut was reinbekommen. Der Kofferraum ist randvoll, inklusive doppelten Boden, aber wir haben so viel da drin. Na gut, jetzt haben wir noch 6 Stunden und 40 Minuten über 700 Kilometer auf nach Österreich zum Red Bull Ring. Los geht's. Ich bin so müde. Ah, wieso zur Hölle ist es schon so dunkel? Es ist 23.30 Uhr, als wir losgefahren sind, hat das Navi 19 Uhr angezeigt, aber stetig verschlechtert und verschlechtert, weil wir nur Stau und Baustellen hatten heute. Durchgehen. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Aber immerhin hat uns das Auto ziemlich komfortabel hingebracht. Dementsprechend war das gut. Ich meine, wir waren jetzt wie lange auf der Straße? 11 Stunden? 12 Stunden? Ja, 12 Stunden. 12 Stunden? Voll krass. Hätten eigentlich viel weniger brauchen sollen, aber ja. Bis darauf, dass ich jetzt müde bin, weil es schon Mitternacht ist und ich immer noch im Kopf in Neuseeland bin, geht es eigentlich ganz gut. Jetzt schnell auspacken. Hier, schau euch den Kofferraum an. Randvoll mit einigen Kram hier drin. Ist auch noch, hier ist auch noch was Geheimes drin, das solltet ihr erst morgen sehen. Wir haben nämlich noch eine kleine Besonderheit, die wir ab jetzt immer zur Rennstrecke mitnehmen werden, was wahrscheinlich ganz praktisch sein wird und auch ziemlich spaßig. Vielleicht habt ihr eine Idee. Und ja, wir sind beim selben Hotel wie beim letzten Mal auch. Das heißt, hier direkt Blick auf die Rennstrecke. Seht ihr aber auch an alles, wie gesagt, morgen. Das war auf jeden Fall der erste Eindruck hier vom Auto selbst vor Feature. Wie vorhin schon gesagt, mega geil auf jeden Fall. Kati jetzt auch kurz ausprobiert, fand es aber glaube ich nicht gut, oder Kati? Nee. Richtig. Ich bin extrem beunruhigend. Ich mag das nicht. Aber bewegt sich das Lenkrad von alleine und so. Ja, das ist gut. Schön, schön komfortabel eben und auch schnell genug. Also mehr Leistung geht immer, aber ich finde, es ist jetzt Fokus auf komfortabel. Ich habe ja noch meinen Rennmini. Ich hatte ja noch einen kleinen Rennmini, ja. Und ich meine, ich fahre morgen hier mit dem KTM Crossbow auf der Rennstrecke. Also da kann ich auf jeden Fall nicht meckern. Hier für die Reise auf jeden Fall alles top. Damit sehen wir uns dann, würde ich mal sagen, auch einfach morgen wieder. Dann ist das freie Training für das dritte Rennen, was dann übermorgen hier stattfinden wird. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann nach oben. Und bis morgen. Mach's gut. Ciao. 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 Wir schalten hier ein bisschen Gang zurück. Wir haben jetzt nur noch 184 PS am Start. Das heißt, ich habe jetzt 50 PS mehr als du. Ja, das heißt, Kati hat jetzt...